Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus Kaulack. Ich bin der Marc. Ich bin Mello. Und wir nehmen euch heute mal mit auf einen Markt, aber nicht auf den Bang Yang Market, welcher mit Sicherheit der bekannteste hier in Kaulack ist, sondern wir gehen heute mal auf einen kleinen Local Markt. Und ja, kommt einfach mal mit. Los geht's. Hier fängt es an. Und erstmal ein paar kleine Informationen. Wir verlinken euch diesen Markt hier auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung bei Google Maps. Zu den Öffnungszeiten. Dieser Markt hier findet morgens bis mittags statt. Die genauen Öffnungszeiten wissen wir nicht. Kann sein, dass er schon um 6 Uhr auf hat oder um 5 Uhr. Wir haben Viertel nach 8. Und seid auf jeden Fall, sag ich mal so, zwischen 7 Uhr und 11 Uhr kann man hier auf jeden Fall noch richtig gut shoppen. Ich weiß, wir wissen nicht genau, bis wann die Shops hier sind, aber so gegen 13, 14 Uhr wird das hier auf jeden Fall immer leerer. Und hier gehen wirklich die Locals morgens einkaufen, kaufen ihr Obst, ihr Gemüse, ihr Fleisch ein. Hier sind schon ein paar Garküchen. Da war die Kap. Euch ja schon mal, ne, hier in Thailand wird halt ein bisschen anders gefrühstückt. Hier gibt es dann auch schon mal Spieße und Fried Chicken. Und ja, hier ist diese Markthalle und da gehen wir jetzt mal rein. So, schon hier sind so ganz normale Sachen, die die Thais halt für den normalen Alltag brauchen. Wenn man jetzt Souvenirs shoppen möchte oder sowas, ist dieser Markt hier absolut die falsche Adresse. Aber es ist auf jeden Fall trotzdem interessant, hier drüber zu schlendern, gerade auch, wenn man vielleicht ein bisschen Obst, Gemüse holen will. Hier haben wir Currypasten. Hier hinten ist, schaut mal her, Fleisch. Und auch hier sind natürlich andere Standards als in Deutschland. Das Fleisch liegt hier einfach draußen rum. Ihr seht es, die Fliegen sind da. Es riecht ein wenig streng. Aber so ist das nun mal. Andere Länder, andere Sitten. Und wir sind schon 12 Mal hier in Kaulack. Das 12. Mal oder 13. Mal hier in Kaulack. Und wir haben hier noch nie irgendwie Probleme im Magen gehabt, wenn wir irgendwas gegessen haben. Also von daher sollte man sich davon vielleicht nicht zu sehr beeinflussen lassen oder so. Und schaut mal, hier ist auch der Fisch dann. Sadikap. Und wir kommen immer regelmäßig hier auf den Markt und kaufen uns hier halt ein bisschen Obst für unser Frühstück oder für nachmittags zum Strand. Ihr seht es. Und vielleicht auch gerade, wenn man dann ein bisschen länger hier vor Ort ist oder ein Bungalow hat mit einer Küche, dann kann man hier auf jeden Fall auch gut hinfahren und einkaufen. Hier haben wir jetzt ein bisschen Gemüse. Also hier bekommt man eigentlich alles, was man so für sein alltägliches Leben benötigt. Man ist auch hier relativ schnell durch auf dem Markt, also ist jetzt nicht wirklich groß. Aber es ist auf jeden Fall mal interessant zu sehen. Das hier ist der Obststand unseres Vertrauens. Wir holen uns hier jetzt mal ein bisschen was. So kleine Mandarinen. Wie viel? 4? Ja. Ein paar Mandarinen. Ja.
Ah ja, Kopf und Kap. Hier haben wir Passionsfrucht, holen wir uns auch mal zwei Stück. Sind super lecker. Ja. Die hier. Ja, die hier. Und Mangosteen, auch eine sehr, sehr leckere Frucht. Ja, die fühle ich auch nicht ganz so gut an. Die. Zwei? Reicht erstmal, ne? Okay, dann haben wir unseren kleinen Obsteinkauf für heute. Ja, ich hab. I have bags. Oh, halt. One Baht? No. So, unsere Frische haben mit 71 Baht gekostet. Ja, sind keine 2 Euro, weiß ich, Euro 80, irgendwie sowas um den Dreh. Ja, habt ihr mal eine kleine Hausnummer über die Preise hier. So, und hier gibt es natürlich jede Menge Früchte, die wir bei uns so nicht kennen. Das hier sind Mangos, ja, kennt man bei uns, aber das sind diese gelben Mangos hier aus Thailand, sind mega lecker. Und schaut mal hier, diese hier haben wir selber auch noch gar nicht probiert. Werden wir vielleicht nächstes Mal ein Video machen, wo wir hier ein paar Früchte probieren. Longan, sowas ähnliches wie Litschi. Ja, hier natürlich die Pitahaya, Drachenfrucht. Und schon spannend, was man hier so bekommt. Und von daher auch auf jeden Fall ein Besuch wert. Einfach mal hier hinkommen, mal ein bisschen was anderes ausprobieren. Und hier hinten gibt es auch ein paar Garküchen, wo man ja, was zu essen oder Kaffee oder sowas kriegt. Hier ist so ein kleiner Bereich, ne, wo man ein bisschen was sich setzen kann. Und hier vorne werden schon immer die Bestellungen von den ganzen Restaurants und sowas reserviert. Schon mal hier auch frische Kokosnüsse kriegt man hier. Gesundheit. Ja, und hier auch ein bisschen was zu essen. Fried Chicken zum Frühstück. Die kriegt man auch essen in Beuteln zum Mitnehmen dann. Hier gibt es auch teilweise Stände, die dann so ein bisschen Klamotten verkaufen. Sind zwar dann nicht die ja, Plagiat, die man so auf dem Bang Niang Markt bekommt, aber wesentlich günstiger alles. So, und das war es auch eigentlich jetzt schon von dem Markt. Wie gesagt, er ist echt nicht groß. Aber gerade wenn man früh morgens hier ist, ist hier richtig viel los. Also hier kommen die ganzen Thais hin, die da kaufen ihre Restaurants ein. Und auch wenn man jetzt gute Früchte ergattern will, sollte man möglichst früh hier sein, weil sonst sind die guten Sachen sind sonst schon weg. Und wir können einen Besuch hier auf jeden Fall mal empfehlen, wenn man in Khao Lak ist, einfach mal ja, so einen authentischen Local Markt zu sehen. Vielleicht noch ein bisschen was exotische Früchte kaufen und ja, einfach ein bisschen hier lang schlendern. Aber es gibt noch einen weiteren Local Markt hier in Khao Lak, der dann am Nachmittag stattfindet, wo es auch viel ähnlich wie hier Frucht, Obst, Gemüse, Fleisch gibt. Aber da gibt es auch einige Streetfood-Stände und da fahren wir dann heute Nachmittag mal mit hin. So, und da sind wir jetzt am zweiten Local Markt hier in Khao Lak. Bisschen holprig die Strecke. Und dieser befindet sich hinter Bang Niang, direkt an dieser großen PTT-Tankstelle. Und wir schauen jetzt mal, was wir hier alles so kriegen. Da sind wir und natürlich verlinken wir euch auch diesen Markt in der Videobeschreibung. Aber zur kleinen Orientierung, schaut mal her. Hier erkennt man es, das ist die PTT-Tankstelle, die große hier hinter Bang Niang. Und dieser Markt hier soll immer von 14 Uhr bis 20 Uhr aufhaben, also wunderbar für den Nachmittag. Und jetzt schauen wir mal, was hier so los ist. Ist auf jeden Fall schon
gut besucht, wie man sieht. Und ich würde sagen, hallo? Wir gehen jetzt einfach mal hier hinten rein. So, hier sind auch schon. Gibt schon Obst. Ja, Obststände. Und hier so ein bisschen außerhalb oder außen am Markt ist jede Menge Streetfood Donuts. Die sehen richtig gut aus. Hier, oh, Wales. Sadika. So, hier also wirklich ja, gut was los an Essensständen. Und wir haben auf jeden Fall auch Hunger mitgebracht und werden hier gleich ein paar Sachen probieren. Da freuen wir uns nämlich schon drauf. Hier das schöne Fried Chicken. Ja, und jetzt gehen wir mal ein bisschen über den Markt hier einfach. Ne? Wieder Obststände. Hier gibt es auch irgendwelche süßen Sachen. Mango Sticky Rice. Ich freue mich, jetzt gleich hier ein bisschen was zu probieren. Wie sieht es bei dir aus? Hast du Hunger? Ich habe vor allem Lust auf die süßen Sachen. Ja, dann gehen wir gleich mal los. Auch hier eine kleine Abteilung mit ein bisschen was Klamotten. Auch hier natürlich wesentlich günstiger wie als auf dem Bang Yang Market. Dafür aber auch halt keine Plagiate. Und hier auch wieder Meeresfrüchte, Schnecken. Fisch. Und eigentlich hier auch eine ganz, ganz gute Möglichkeit, um ja, einkaufen zu gehen, weil den Markt, den wir euch davor gezeigt haben, der ist natürlich nur morgens. Und wenn man da ein bisschen zu spät kommt, sind die guten Sachen weg. Und hier hat man dann immer noch nachmittags die Möglichkeit, wirklich gut zu shoppen. Auch hier wieder die Fleischabteilung. Ja, wie gesagt, das ist halt alles ein bisschen anderer Standard als in Deutschland. Aber so ist das nun mal. Hier mein Leibgericht, ein halbes Schweinsgesicht. Hier auch wieder Klamotten. Also auch dieser Markt hier ist alles andere als groß oder riesig. Hier ist man schnell drüber gegangen. Ja, hier geht man halt hin, wenn man ein bisschen was einkaufen muss, zum Beispiel Obst oder halt, wenn man hier ein bisschen Streetfood essen möchte. Aber ja, wir kommen immer wieder gerne hier hin, wie gesagt, um ein bisschen was einzukaufen oder um uns an den Streetfood-Ständen zu bedienen. Savadikap. Was nehme ich denn? One of the sausage. One sausage. One. Ja, one, ja. Ah, no, no, it's okay. Okay, how much? 10 Baht. 10 Baht? Okay. Cotton Cup. So, mein erster Snack für heute. Einfach eine Wurst, ein kleines Würstchen. In, ich denke mal, das ist so süß-saure Soße. Mm. 10 Baht. Das sind 30 Cent. Lecker.
So, was hast du da? Die Bällchen bestehen aus Fisch. Ich probiere jetzt mal. Haben wir von diesem netten Herren hier bekommen. Mega lecker. Würzig. Der hat mir noch so eine leckere Soße oben drauf gemacht. Hier sind auch noch Gurken drin. Ich weiß nicht, ob du davon was abbekommst. 20 Spat, ne? 20 Spat ist. 60 Cent. Wir haben uns jetzt hier noch etwas von diesem frittierten Hühnchen geholt. Das sieht einfach so gut aus, dieses feurig rote. Zwei, was sind das? Flügelchen. Hier wird das frisch frittiert. Sieht das lecker aus. Oh, heiß. Geil. Da kann KFC gegen einpacken, diese Marinade. Richtig lecker. Aber immer noch heiß. Jetzt gucken wir mal, was es hier so süße Sachen gibt. Und da haben wir vorhin schon was Leckeres entdeckt. So Mini-Pancakes. Da freut Mello sich auf jeden Fall schon riesig drauf. Hier, schaut mal her. Das sind diese kleinen Pancakes. Holst du eine Portion? So. Ich probiere Pancakes. Da ist ein Eis drin. Und ich hoffe, sie schmecken. Hier ist kein Eis drin, hier ist was anderes drin. Ja. Schmeckt ein bisschen wie Milchreis da drin. Richtig lecker, süß. Vielleicht müssen wir uns noch eine Portion holen. Jetzt sind wir hier noch was Süßes und das Sticky Rice. Ja, one Sticky Rice? 10 Baht, okay. Nein. Is this also 10 Baht? Then I take this one too, ja? Yeah? Captain Cup, gib noch mal kurz her, weil das hier, das durfte ich gerade probieren. Oh no, back, it's okay. Das hier durfte ich gerade probieren, das sieht mega lustig aus. So zwei Schichten und es hat wirklich gut geschmeckt. Und jetzt schauen wir mal noch, was wir hier so finden, was uns anspricht. Mit Pandan vielleicht was mal. Die da, Saradikap. Ich glaube, ich würde hier mit Pandan was holen. One of this. So, Mello probiert jetzt. Wir wissen nicht, wie es heißt. Ich habe es ja gerade schon mal ein kleines Stück probiert. Ich bin mal gespannt, was du sagst und wie du die Konsistenz findest. Ich bin auch ganz gespannt. Ist ganz schön weich. So sieht es gar nicht aus. Nochmal von Nahem. Ich habe schon mal dran gerochen, aber es riecht nach nichts. Es ist lecker. Aber ich finde die Konsistenz echt nicht so geil. So glibberig im Mund. Aber geschmacklich gut. Also ich habe es hier jetzt auch nochmal und zur Konsistenz hier unten diese Schicht, die ist wirklich so Gelee-artig. Also richtig fest quasi. Und oben, das ist so schaumig irgendwie eine Art. Und geschmacklich finde ich es auf jeden Fall gut. I like it. Weiter im Programm. Sticky Rice mit Kokosmilch und ja, ein bisschen schwierig jetzt zu essen. Na, so, jetzt haben wir ihn. Sticky Rice. Ja, kennen wir schon länger auch von den Philippinen. Finden wir persönlich super lecker. Probiert es einfach mal aus. Können wir nichts mit falsch machen. Und jetzt haben wir diese Dinger hier noch.
Müsste Pandan sein, aufgrund dieser Farbe. Ja, auch sehr glibbrig. Hat das dieselbe Konsistenz wie gerade das? Mm-mm. Eher so wie so ein Götterspeise, bisschen cremiger, aber na, mega lecker. Also Pandan kennt man ja in Deutschland nicht so. Hier wird viel damit gemacht. Ich finde es echt lecker. Also ich finde die drei Desserts echt top. So, ich probiere jetzt auch mal. Vielleicht schmeckt mir das ja besser. Also wie gesagt, eben das war lecker, aber von der Konsistenz her nicht so meins. Ich habe gedacht, das hier wäre auch so glibberig, aber Marc sagt nein. Das gefällt mir richtig gut. Lecker. Konsistenz wirklich cremig. Mit den Kokosraspeln da oben drauf. Eine geile Kombination. Wir sind fast komplett satt, aber eben noch nicht ganz. Und ganz am Anfang vom Video waren ja da diese geilen Donuts. Und davon holen wir uns jetzt auf jeden Fall noch einen. Ja, und guckt euch mal, wie das aussieht. Also da muss man doch einfach zuschlagen, oder? Was holen wir? Ich weiß es auch nicht. So, wenn der nicht mal köstlich aussieht. Genauso schmeckt er auch. Wie ein Donut halt schmecken muss, nichts Besonderes. Aber lecker. Zwei Donuts, 15 Baht. Jetzt sind wir aber endgültig satt und damit möchten wir uns auch verabschieden von diesem Video. Wir wollen die Gelegenheit noch nutzen, uns zu bedanken bei euch, denn die letzten Videos von Khao Lak liefen richtig gut. Uns ist es eine Freude, euch auf euren Urlaub vorzubereiten. Wir wurden jetzt schon des Öfteren hier auch, seitdem wir hier sind, angesprochen vor Ort aufgrund unserer Videos. Und ja, wenn ihr uns seht, quatscht uns gerne an, macht uns eine riesige Freude. Und ja, lasst ein Like da, abonniert uns, kommentiert ruhig gerne. Auch danke für die vielen schönen Kommentare, die wir bekommen haben. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao, tschüssi. Ciao.